Ihre katholische Akademie. Danke, ich freue mich, da sein zu dürfen. In diesem Gebiet, in dem sich, wie wir gerade gehört haben, die säkuläre Tradition verstärkt und in dem ich tatsächlich auch selbst aufgewachsen bin. Ich komme ursprünglich aus dem Bistum Dresden-Meißen und aus einer Familie, in der ich väterlicherseits konfessionslos und mütterlicherseits katholisch sozialisiert wurde. Und ich wurde gefragt, ob ich meinen Zugang zu dem, was wir gerade gehört haben, hier präsentieren kann und ich kann und ich möchte. Und fange damit an, dass ich nochmal das Resümee zitiere, was wir eben von Dr. Karstein gehört haben. Nämlich, dass in den Fragen der Menschen heute in Ostdeutschland die Fragen und Deutungen der großen Religionsgemeinschaften nachklingen. Als ich das gelesen habe und jetzt auch gerade wieder gehört habe, habe ich mich gefragt, klingen sie nach oder klingen sie vielleicht auch neu an? Wo ist da für mich der Unterschied? Wenn sie nachklingen, dann reden wir vielleicht von einem Verblassen, von einem Echo, das nachlässt, von Gott, der verschwindet. Denn die Antworten der Religionsgemeinschaften, auch das haben wir gehört, werden ja nicht mehr übernommen. Für ChristInnen sind diese Fragen nach der Wahrheit über unsere Existenz auf Gott zulaufend, für mich selbst auch. Und ich frage mich, ob wir vielleicht als ChristInnen, als Kirche über die Antwort die Bedeutung des Fragens vergessen und das Fragen selbst verlernen ein Stück weit. Ich will nicht die Grundfragen von Erkenntnis- und Offenbarungstheologie jetzt hier aufrollen, weil ich soll kein Co-Referat halten. Aber ich möchte anfragen, was nehmen wir daraus mit, wenn die großen Sinnfragen neu gestellt werden und die Antwort der Kirche erstmal nicht überzeugt? Oder anders vielleicht ein bisschen suggestiver, wer ist der Wahrheit näher, die Suchenden oder jene, die darauf bestehen, die Antwort schon zu kennen? Mit wem lässt sich besser ins Gespräch kommen? Die katholischen Studierendengemeinden in Dresden und in Halle, also die beiden Orte, die ich quasi verbinde, indem ich jetzt hier spreche, haben schon seit DDR-Zeiten einen gemeinsamen Patron, nämlich Thomas Morus. Von ihm stammt das Zitat, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weiterreichen der Flamme. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sich ostdeutsche Studierendengemeinden unter diesen Namen stellen. Zum einen Morus als Widerstandsfigur gegen Machtmissbrauch, zum anderen das Lebendighalten von religiöser Tradition in einem vorgeblich antireligiösen und, wie wir gehört haben, zunehmend religionsfernen Umfeld. Feuer brennt nicht in einem geschlossenen Raum. Morus war es auch, der den Begriff der Utopie geprägt hat. Im Vortrag, den wir eben gehört haben und den ich dankenswerterweise vorher schon einsehen durfte vor dieser Veranstaltung, gibt es eine Zwischenüberschrift, die ich als Gedanken in Richtung auch des synodalen Weges schieben möchte, nämlich Religion als Medium gesellschaftlicher Utopien und der Arbeit an sich selbst. Und diese Überschrift hat mich beschäftigt, weil sie das ausdrückt, was Religion und was Kirche aus meiner Sicht sein kann und sein sollte. Ein Wegbereiter, ein Wegweiser und ein aktiver Prozess der Selbstreflexion hin zu einer besseren gesellschaftlichen Zukunft. Sind Religionen im Allgemeinen und ist katholische Kirche im Besonderen vielleicht nicht mehr ansprechbar für die Sinnfragen, weil sie sich in ihrer Struktur aktiv gesellschaftlichen Utopien, wie zum Beispiel Chancengleichheit, transparenten und durchlässigen Hierarchien und demokratischer Mitbestimmung verschließt. Die katholische Amtskirche zumindest ist kein Medium gesellschaftlicher Utopie. Sehr viel eher vielleicht, und das ist auch die Wahrnehmung, die ich gespiegelt bekomme in meinem nicht-religiösen Umfeld, ein Medium klerikaler Nostalgie und damit nicht nur nicht ansprechbar, sondern schlichtweg antithetisch für Sinnsuchende einer säkulären Gesellschaft. Was nämlich
daraus mit? Was können wir vielleicht daraus mitnehmen, auch für die, für den Sinnsuchenprozess, den wir uns jetzt verschrieben haben, indem wir an dieser Tagung teilnehmen? Was ich mitnehme, auch aus dem Vortrag von Dr. Karstein, ist, dass das Feuer brennt und dass das Feuer hell brennt. Und es brennt auch und vielleicht vor allem außerhalb der katholischen Kirche. Es gibt die Sinnsuchenden, es gibt die potenziell religiös produktiven Fragen, die werden gestellt. Und vielleicht können wir als Gläubige und als katholische Kirche lernen, die Logik der Ausschließlichkeit, von der vorhin die Rede war, loszulassen. Weil ich bin der Meinung, dass es die gespiegelt auch in der katholischen Kirche gibt, diese Logik der Ausschließlichkeit. Wenn wir die Wahrheit kennen, dann liegen alle anderen falsch. Zum Beispiel. Werden wir sensibel dafür, dass es andere gibt, die Fragen stellen, und öffnen wir die Fenster sozusagen, metaphorisch, um dafür zu sorgen, dass die Flamme nicht erstickt, wo sie vielleicht noch brennt. Das sind die Gedanken, die ich auch für den synodalen Weg von diesem Vortrag mitnehme.